Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey, nur noch ohne Odyssey. Ja, wir sind ja in der letzten Folge, haben wir ja geschafft. Letzte Folge war das Ende der Hauptstory gewesen. Und wir werden uns jetzt eigentlich schon ausgewählt, die Aufgabe. Hier so ein bisschen. Dann werden wir hier die vergessenen Geschichten machen. Und dann nachher. Ach, hier ist ja noch ein Tier. Hier ist die Geheimnisse der griechischen Welt. Also wir werden die vergessenen Geschichten dann als nächstes machen. So, wir machen jetzt aber erstmal das. Triff dich mit Sokrates auf dem Friedhof von Athen. Gut. Wo war Athen? Hier drüben irgendwo. Hat den hier schon irgendwo ein Dingens gesehen? Da. Ach, da können wir ja gleich die andere Aufgabe ohne abgeben. Wir dürften jetzt eigentlich nicht mehr im Feindesgebiet sein. Theoretisch. Muss aber nicht scheißen. Vielleicht sind die ja sackig, dass wir Cleon umgelegt haben. Aber ich glaube wohl nicht. Habt ihr das eigentlich auch immer, wenn ihr jetzt, sag ich mal, eine Story, eine Hauptstory durchhabt? Diese Leere danach? Man fühlt sich irgendwie leer, egal wie lange man für Spiele braucht hat. Also, nee, eigentlich nicht. Gerade so bei langen Spielen, so wie ich damals bei Witcher hatte oder bei Red Dead Redemption 2, was ich vor einer Weile abgeschlossen hatte, denn man sitzt davor, startet noch vielleicht auf den Endscreen, also den Credit Screen und denkt sich so, das war's also. So, wir machen erstmal die Aufgabe. Göttin des Krieges und der Weisheit. Bei kurzen Spielen habe ich das nicht. Also ich hatte jetzt noch nie bei Lego, dass man dann sagte dann so. Oh. Hast du meine Siegel schon? Aber natürlich. Gut, die Spartaner werden bald merken, dass jemand ihre erfahrensten Anführer ausschaltet. Wahrscheinlich, aber noch haben sie mich nicht. Interesse an noch mehr Aufträgen? Ich muss noch was erledigen. Vielleicht später. Ja, irgendwie ist das denn so völlig, völlig leer. Ich weiß nicht. Bisschen Trauer ist mit bei, dass es zu Ende ist. Dass die Geschichte quasi erzählt wurde. Dies erzählt die Geschichte. Brühe sieht aber auch aus hier. So. Jetzt kommen wir stinkenden zu Sokrates. Bloß nicht sehen lassen. Ich werde auf jeden Fall. Haben wir hier noch Zeugs eigentlich, was wir hier noch verscherbeln? Ich bin ja noch nicht fertig hier mit dem Ausbauen von meinen Klamotten. Hier werden wir erstmal. Hier ist ein neues Schwert. Wir haben aber das hier, ja. Ach hier, ich hatte eh einen Kultisten getötet gehabt und da habe ich das hier gekriegt. Hammer der ewigen Flamme. Oh, ein neuer Bogen. Was haben wir hier? Werden so Giftpfeile. 20% Fähigkeit mit der Geisterpfeile der Artemis. Was sind denn Geisterpfeile der Artemis?
Ich meine, der hat jetzt 180 Schaden mehr, aber mir fallen die Stats nicht so. So, dann können wir den erstmal hier raustüdeln, den hier raustüdeln. Hier haben wir eine neue Kappe gekriegt. Athena hält. Halbgottsatz. Das ist ein Halbgott eigentlich. Kriegerschaden. Athena hält, hatte ich auch nie gehabt. Nee, was waren das andere gewesen? War hier vorne irgendwas gewesen? Pirat? Nee, griechischer Held? War das griechischer Held? Den hatte ich angelegt gehabt und war schlechter als das hier. Also der Amazonensatz, der war noch mit der stärkste jetzt hier. Plus 30 Schaden mit allen Fähigkeiten. Oh, das ist aber ja nicht mal so verkehrt, wa? 5% des angerichteten Schadens als Gesundheitsbonus. Naja, passt schon so. Gut. Nee, habe ich einfach eigentlich nicht mehr. Kann ich hier trotzdem irgendwie noch was? Nee. Hab Dank. Hallo. Würde hier verbessern. Wie viel habe ich denn? 159, die brauche ich nicht gucken. Wir sehen uns später. Obwohl, wir könnten. Warte mal. Der hat doch bestimmt die Zoll, die komischen Dinger im Angebot. Bessere Preise gibt es nirgendwo. Hat er. Hat er. Jetzt können wir herstellen. Oh, wir sind doch fast aufgestiegen. Hab einen guten Tag. Na, mal gucken. Ich werde mal sehen, dass ich das irgendwie. Vielleicht brauchen wir das doch animieren. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Mein Gott. Ein bisschen anstrengend ist es schon. Bisschen anstrengend ist es schon, dass man hier einfach nicht. Dass man hier eigentlich einfach weiter rennen kann und die ihn immer aufhalten. Aber gut. So, wir sind schon da. Aber bloß 8 Minuten, die 9 Minuten gedauert. Sieh nur, ich bin am Leben geblieben. Das war alles, worum ich dich bat, Sokrates. Ich wusste, du schaffst es. Ich hätte es auch versucht, wenn du nicht darum gebeten hättest. Es ist nicht so einfach, wie es scheint, am Leben zu bleiben. Es sind nicht viele übrig. Dann zollen wir ihnen Tribut. Auch wenn sie jetzt nicht hier sind, waren sie es einst. Komm mit mir. Meine Einstellung zum Tod ist nebulös, weil ich nichts über ihn weiß. Deshalb weiß ich, dass ich ihn nicht fürchten sollte. Ich fürchte ihn auch nicht. Viele tun es, weil sie nicht wissen, was er für sie bereithält. Man kann nur darauf bauen, dass die Götter es wissen. Mir juckte gerade die Nase. Sei weise,
obwohl man nichts wirklich sicher wissen kann. Sei weise, obwohl man nichts wirklich sicher wissen kann. Schade, ich dachte, der sagt noch ein bisschen was. Phoebe. Sie konnte nie ein kleines Mädchen sein. Ich sprach mit ihr, als wäre sie bereits erwachsen. Und zwar, weil du sie respektiert hast. Hinterfrage Entscheidungen, Cassandra, aber zweifle sie nicht an. Danke, dass du sie so beerdigt hast, wie sie es verdient hat. Es sind noch zahllose andere hier im Elysion. Die Seligen haben sich ewiges Glück verdient. Einer davon ist unser großer Perikles. Athen schuldet ihm viel für seine Taten. Nicht ohne Grund nannten sie ihn den ersten Bürger von Athen. Er hat so viel geleistet und war doch so zurückhaltend. Hätte er seine Bürde doch nur geteilt. Wir kannten ihn nur so, wie er sich uns präsentiert hat. Aber vielleicht war das auch sein wahres Ich. Der Krieg hat uns so viele genommen. Auch Brasidas viel. Das mag sein, doch als Spartiat erfüllte er seine Pflicht und starb auf dem Schlachtfeld. Ich half ihm, so gut es ging. Er war mein Freund. Dein Überleben rächt ihn. Man wird seiner als Held gedenken. Die Menschen werden nicht vergessen, wie wir Kleon gestürzt haben. Anscheinend fanden Soldaten Kleons Leiche am Strand. Ein weiteres Kriegsopfer vielleicht? Wer weiß das schon? In der Hitze der Schlacht ist es schwer, sich an Details zu erinnern. Wie auch immer, möge er für seine Taten auf ewig im Tartaros schmoren. Und sei gewiss, dass unsere Freunde uns im Licht erwarten. Darauf trinke ich. Wer würde da Nein sagen? Also, saufen tut er schon mal. Sehr gut. Alles nur noch so eine kleine Aufgaben, so hier ein bisschen, da ein bisschen, so ein Ende da erzählt. Ich hätte ja noch ein größeres, vulminanteres Ende gehabt. Nun, immerhin habe ich jetzt jede Menge Material für mein nächstes Stück. Cassandra hat den Höker wie eine Spionin ausgeschaltet. Das war aufregend. Schreib so eine Szene. Es gab noch keine Liebesszene. Lasst mich für etwas Inspiration sorgen. Schönheit ist kurzlebig. Du solltest sie einsetzen, Alkibiades. Und darauf will ich trinken. Auf das, was vor uns liegt. Lasst Vergangenes hinter euch. Ein Trinkspruch so gut wie dein Gesang. Und auf die Götter! Nun, mein Lehrmeister, ich glaube, du solltest mich jetzt zu unserer Privatstunde entführen. Ich fürchte, dafür habe ich noch nicht genug Wein getrunken, Alkibiades. Dann füllt seinen Becher! Er ist so ein gebildeter Mensch, der Sokrates. Aber trotzdem sagt er auf die Götter. Die Götter hinterfragt er komischerweise nicht, kann das sein? Wir erinnern uns. So, kommt denn jetzt hier als nächstes, was wir machen können? Nischt. Gähnende Leere. Bruder ist verzweifelt. Das Schicksal von Atlantis.
Atlantis-Kapitel. So, was haben wir hier? Achso, das hatten wir ja schon. Kopfgelder, Auftrag. Ja, gut. Muss ich jetzt nicht haben. So, dann lasst uns mal gucken. Wir lunzen jetzt mal, ob wir hier irgendwo noch ein paar Aufgaben finden. Außer die lilanen jetzt hier. Die machen wir erstmal noch nicht. Die haben wir ja schon über das Menü. Da ist noch eine Aufgabe. Hier sind noch ein, zwei Aufgaben. Hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Vergessene Insel? Oder war das der Zyklop? Hier muss ich noch mit dem Schiff hin. Hier haben wir noch was. Auf Lesbos haben wir noch eine Aufgabe. Das Elixier. Da noch eine Aufgabe? Nee, das ist nicht nur eine Tafel. Das ist die Atlantis-Aufgabe. Ach, da hatten wir doch... Brief von zu Hause. Jede Geschichte endet. Alles klar. Haben wir hier unten noch was? Guck mal, hier ist noch was. Wo fangen wir denn jetzt am besten an? Haben wir hier auch noch eine? Nee. Da fehlt noch ein Dingens. Ein Aussichtspunkt. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal hier hin. Ah, erstmal die Aufgabe. Also, was hatte ich jetzt gesehen? Vier Aufgaben noch? Vier, fünf Aufgaben? Waren das jetzt so richtig? Machen wir mal die Folge. Dann können wir in der nächsten Folge die vergessenen Geschichten, wie hießen die? Ach, was weiß ich, verlorenen Geschichten anfangen. Und dann können wir das mit der griechischen Welt. Und dann google ich mal, was dieses Schicksal von Atlantis ist. Ob das zu irgendeinem DLC dazu gehört oder ob das ein eigenständiges ist. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal... Darüber. Machen wir erstmal die Aufgabe. Ist das mitten in der Festung drinne? Oh, die haben wir noch ja nie gemacht. Sehe ich gerade. Oh. Herr Klüber, wir müssen erstmal eine Festung ausschalten. Tolle Wurst. Was sind die Fangen da? Es scheint keine große Festung zu sein. Nicht wirklich, nee. Da haben wir noch einen Staatsschatz.
Na gut. Ziehen wir uns mal schnell um. Und dann gucken wir mal. Oh, hier war was. Ach, ein Eisenbrocken. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Was soll das? Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ich war sicher, dass... Na komm her, komm. Was? Hey, was? Was hat er gesagt? Da jemand ein Zeichen geben? Na komm schon her. Na komm. Komm her, Junge. Vier Leute erstmal. Sehr gut. Läuft doch super. Oh, hier haben wir gleich den Staatsschatz. Cash for the Tash. Drachmen ohne Ende. Das halbe Lager ausgelöscht. Nur, weil wir die vom Sims da runter geworfen haben. So, mustert. Das läuft super hier. Hilfe! Hilft mir doch! Hört mich jemand? Hallo? Naja, geht ja gleich los. Bleibt mal ganz unruhig. Ich glaube zwar nicht, dass wir das jetzt noch brauchen, aber... Markus? Cassandra? Kehre! Wie? Ich war nicht faul, wie du siehst. Keine Zeit für Erklärungen. Hol mich raus! Markus! Alter, was? Haha, wie geil ist das denn? Okay. Jetzt bin ich freudig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der lebt noch. Das gibt es doch ja nicht. Er muss jetzt aber noch warten, bis ich hier das alles ausgeschalten habe. Oh, er hat's ja noch kommen sehen.
Markus lebt noch. Freunde, Markus lebt. Ha! Was ist denn ditte hier, ey? Oh nee, er muss hier sagen, dass Phoebe tot ist. Oh ja, sie muss ihm sagen, dass Phoebe tot ist. Oh Mann, ey. Eben hatten wir noch am Grab von Phoebe gestanden und jetzt finden wir Markus. Kann ja kein Zufall sein. Wo ist denn hier der Eingang von dem Schuppen? Gibt es hier einen Eingang? Hier war doch gerade einer, oder? Oh, Glück gehabt, Alter. Oh, guck mal, da ist noch eine Menge. Lass mal das noch holen. Alter, das leuchtet da. Gut. Komm mal, dann befreien wir den da. Hey. Muss ich den jetzt hier, was muss ich denn jetzt machen? Warte mal. Ist der jetzt hier in der Quest mit drin oder was? Ah, hier sind drei jetzt, ja. Sprich mit der Bäuerin. So, wie Leute, ganz anderes. Du bist so geschickt wie eh und je. Und nun trag mich zu meinem Haus auf der anderen Seite des Berges. Ich soll dich den ganzen Weg tragen? Ich bin so schwach, so gebrechlich. Oh, wo soll ich jetzt hin? Wisst ihr den? Bitte hier dort. Kommen wir jetzt hier raus. Okay. Diesen Pisser hier rumtragen müssen, ey. Der soll selber laufen. Markus, noch ein Weingut? Ich bin lediglich konsequent, meine Beste. Kann ich den nochmal ablegen? Viel besser. Niemand beherrscht den überstürzten Abgang wie du. Gern geschehen.
Willkommen auf dem neuesten Anwesen von Markus. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet, aber man muss immer vorbereitet sein. Wein? Markus, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Glaub es ruhig, meine Beste. Ich bin ein Mann aller Städte. Wer bin ich, dem Rest der griechischen Welt vorzuenthalten, was ich zu bieten habe? Schon lange hier? Lang genug, um mich als bester Weinverkäufer auf Kos zu etablieren. Nun, dem einzigen Weinverkäufer auf Kos. Die Einwohner werden schon irgendwann kommen. Was führt dich denn ausgerechnet nach Kos? Ich habe einiges über Böden gelernt. Offenbar ist Kephallenia ja nicht der beste Ort für Trauben. Und die Leute hier lieben Wein. Jeder gesunde Mensch liebt Wein. Darüber hinaus ist Kephallenia nicht mehr so, bevölkert, wie es mal war. Eine Seuche kam von Kausos, viele starben. Das war schlecht fürs Geschäft. Du bist ziemlich weit weg von zu Hause. Das gilt auch für dich. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Meine Mutter. Was für ein Zufall! Ich hab meine auch gefunden. Hier? Auf Kos? Da Kos ihre Heimat ist, ist es auch meine Heimat. Sag Hallo, Mama. Deine Mama? Du sagtest mir, deine Mutter sei tot. Richtig. Sie ist meine Adoptivmama. Wir stehen uns so nahe. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Komm schon, Markus. Die Wahrheit. Also, Mama ist die Besitzerin des Weinguts. Als ihr Mann einen frühen Tod fand, sollte es versteigert werden. Dagegen mussten wir etwas tun. Also kamst du ihr zu Hilfe? Wie selbstlos von dir. Es ist lächerlich, dass eine wunderbare Frau wie Mama ihr eigenes Land nicht erben kann. Jetzt führen wir das Weingut gemeinsam. Ist es nicht so, Mama? Du würdest merken, wenn sie anderer Meinung wäre. Es ist ihr Land, aber sie teilt es mit ihrem Lieblingssohn, mir! Glaub nicht, ich hätte vergessen, dass Markus immer einen Plan hat. Klingt nach einer deiner Intrigen. Cassandra, das war der alte Markus. Jetzt führe ich ein friedliches Leben. Gefangen in einer Festung, das ist friedlich? Na, was das angeht, ich habe da so ein klitzekleines Problem. Warum überrascht mich das nicht? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass du mir helfen kannst, meine Beste. Ich kenne deine Referenzen. Raus damit. Du kennst mich. Ich borge ein paar Drachmen und wie aus dem Nichts nennt man mich den Schwindler von Kos. Das verdanke ich dem Kerberos, dem ich am meisten schulde. Der Kerberos? Er ist der Zyklop und jetzt das? Sag nicht, er ist ein dreiköpfiger Hund. Mach dich nicht lächerlich. Es ist nicht so wie beim Zyklopen. Diesmal will ich ein Friedensangebot machen. Und zwar mit meinem besten Wein. Dem besten? Trinkbar vielleicht. Cassandra, du gehörst quasi zu meiner Familie. Und da ich auch zu deiner gehöre, wirst du mir sicher gerne helfen. Glaubst du? Wirklich? Ich verspreche dir, diesmal kann ich dich bezahlen. Bring einfach meinen Wein zum Kerberos. Ganz einfach. Schön, wie in alten Zeiten. Auf dich ist immer Verlass. Und der Kerberos bekommt einen guten Tropfen zum Abendessen. Bring ihn zu seinem Haus. Ich hoffe, der Kerberos beißt nicht. Alte Freunde, alter Ärger. Der übernimmt überhaupt keine Verantwortung für das, was er tut. Er lässt immer andere machen und versucht, sich da rauszureden. Und dann haut er ab. Das ist schon ganz schön makaber. Da drüben ist auch noch eine Aufgabe. Könnten wir noch angehen, denn. Aber dass das jetzt doch ein bisschen länger dauert, werde ich doch wieder aufteilen. Bist du der Kerberos? Wer will das wissen? Nur ein Kopf. Ein Geschenk für dich. Hast du Markus Wein schon probiert? Der Beste der Besten. Was ist so besonders an ihm? Wenn du ein Weinkenner bist, wirst du ihn mögen. Sehr aromatisch. Ich lasse mich nicht mit Wein kaufen.
Ich vergesse nie, wem ich meine Drachmen geliehen habe. Es ist ein Friedensangebot. Ein Dankeschön dafür, dass du so geduldig auf die Rückzahlung wartest. Dann trink mit mir, wenn du ihn für so gut hältst. Na klar. Er ist vergiftet. Nein, es ist nur der Wein. Ein Hinterhalt. Boah, na toll. Nee. Wache! Wache! Du hast keine Chance. Du hörst mir! Los! Das ist zu leicht. Los, alle zusammen! Nein, nicht gut. Keine Sorge, gleich ist es vorbei. Stimmt, ist gleich vorbei. Da spritzt dann nochmal das Blut an der Wand. Blah. Markus, du dreckiges Schwein, du. Du dreckigen Schwein. Den sollte man... Boah, ich habe immer noch den Geschmack von Markus Wein im Mund. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn da los? Den Soldaten gerade gesehen, wie ein Bekloppter. Ah, sie ist zurück. Lass mich raten. Der Kerberos will noch eine Amphore bestellen. Von deinem Wein ist uns schlecht geworden. Das kann nicht sein. Das war mein Bester. Ich hab's überprüft. Wenn du ihn töten wolltest, hättest du es sagen sollen. Ich sagte doch, ich bin ein neuer Markus. Ich will niemanden töten. Ich tue das Richtige. Aber das ist gar nicht gut. Wie auch immer, jetzt ist er tot. Tot? Na wunderbar. Ich schätze, dann sind jetzt nur noch zwei übrig. Zwei? Der Kerberos besteht aus drei Männern. Brüder. Deshalb nennt man sie den Kerberos. Verstehst du? Das sagst du mir jetzt? Dann werden sich die Brüder sicher rächen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was rede ich denn? Kassandra, wir schlagen zuerst zu. Ach ja? Du und welche Armee? Ich bin mit einer Halbgöttin befreundet. Sie ist so stark wie ein Heer von 20 Soldaten. Also was wirst du jetzt tun? Wir müssen sie erschrecken. Wie Mama sagt, eine Drohung ist wie ein Bär. Sehr beängstigend. Wir brennen ihren Hof nieder. Vor allen Dingen die Silos. Das ist keine gute Idee. Wann hattest du je Grund, mir zu misstrauen? Antworte jetzt bitte nicht. Vertrau mir einfach. Ich hoffe, es klappt. Aber ich bin skeptisch. Warum machen wir das? Ich riskiere dafür, sie als potenzielle Kunden zu verlieren. Und, soll ich auch die Ernte vernichten? Das sind Kräuter, harmlose Pflanzen für Heiler. Nur die Silos müssen weg. Fackel sie ab! Hättest du nicht vorher sagen können, dass es drei von ihnen gibt? Ich dachte, das wäre klar. Drillinge liegen in ihrer Familie. Das sind viele Kerberosse. Hoffentlich vermehren sie sich nicht und kriegen Kerberos-Welpen. Ich gehe zu ihrem Hof. Mach ihnen richtig Angst. Ich bin sicher, es ist der Hof in der Stadt Astypalia. Dort hängen immer ihre Schläger rum. Der Hof in Astypalia? Die Silos sind abgebrannt und ich habe dort keinen Kerberos gesehen. Was? Ihre Soldaten treiben sich immer dort herum. Ganz sicher. Da waren nur ängstliche Bauern. Keine Hunde und kein Kerberos. Vielleicht ist das gar nicht ihr Hof.
dann haben wir noch mal Glück gehabt. Aber es wird den Kerberos auch nicht aufhalten. Willst du, dass ich dich anflehe? Dann flehe ich dich an. Rette mich vor dem Kerberos. Oh, Markus. Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal ja. Vielleicht sogar ziemlich oft. Aber das war's jetzt für mich. Der wird das nie lernen, oder? Das Schlimme ist, dass er sterben wird. Wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt sagen, nee, ich habe dir oft genug geholfen. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Machen wir denn jetzt? Das ist doch scheiße, sowas. Fragt mich doch nicht solche schweren Sachen hier. Spiel, was richtest du mit mir an? Also er würde, der hat sich nie geändert seit damals. Er ist immer noch derselbe. Er macht nur Scheiße und andere müssen ihn für den Mist da rausholen. Ich meine, klar, würde, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt dein Problem, dann wird er wahrscheinlich sterben. Dann lernt er quasi, dass sein Handeln Konsequenzen nach sich zieht, auf die harte Art und Weise. Auf die härteste Art und Weise. Aber dennoch, das ist wie keine Ahnung, zum Beispiel in Amerika gibt es die Sätze, wenn du dreimal verurteilt wurdest, landest du ein Leben lang im Knast, wisst ihr? Also wenn, selbst wenn du jetzt, sag ich mal, dreimal ein Kaugummi geklaut hast, landest du für den Rest deines Lebens im Knast. Und das sind ja auch so eine harten Gesetze, aber die Leute lernen es einfach nicht. Die werden immer weitermachen. Ich helfe ihm nicht. Auch wenn ich jetzt ein bisschen froh darüber war, ihn zu sehen, aber hier geht's ja auch gar nicht darum. Oh. Oder die haben ja noch nicht mehr über Phoebe geredet. Nee, komm, wir helfen dem nicht. Er muss alleine mit seinen Konsequenzen jetzt leben. Was ist aus alle Gewinnen geworden, hä? Ich habe nie davon profitiert, dir zu helfen, Markus. Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Cassandra. Damals warst du in Not und Markus kam, um dich zu retten. Nun rette mich. Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht, aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Handlangern und sie machen mich fertig. Beschütze mich und wir werden gewinnen. Da ist dieses Wir wieder. Ich sag dir was, du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitaxt. Sie war eine gute Kriegerin, ob du es glaubst oder nicht. Nun gut, retten wir dein Leben. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt wirst du mich nie wieder los. Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre sie schon kommen. Nun gut, Markus. Das ist es. Das große Finale. Ich hab sie! Nein! Nein!
selber schuld. Ja. Haben sie dir sämtlich alle hinter sich gebracht hier? Jetzt haben wir sie. Die Alte jetzt hingeflogen, ja. Hier irgend noch einer was dabei? So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich war unbesiegbar, aber ich will es nicht beschreien. Ja, deshalb lebst du noch. Ein Scherz. Ich verdanke dir alles, Cassandra. Dafür bekommst du dein Leben lang gratis Wein und meine Freundschaft, du Glückliche. Oh, und Mamas Axt. Ab jetzt wird das Leben einfach und das verdanke ich dir, wie eigentlich immer. Ein weniger dramatisches Leben ist genau, was du brauchst. Geh und erlebe Abenteuer. Komm jederzeit auf einen Schluck Wein vorbei. Tja, das werden wir noch sehen. Wir werden sehen. Alle gewinnen. Markus Schicksal. Freunde der Sonne, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und dann war ja dann noch eine Aufgabe, die werden wir dann gleich mal in Angriff nehmen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.